Was geht ab, YouTube? Mein wunderschöner Stargast Casey Rebel und meine Wenigkeit, der kleine winzige Delarue, gucken uns jetzt die neue Folge von Rap Larue an, Adredis. Vierte Folge aus dem Finale. Mal gucken, was die heutige Challenge ist. Ich bin sehr gespannt auf Caseys Meinung. Wir gehen rein. Folgt uns gerne beide auf Twitch. Link in Bio. Pow! Was für ein professionelles Intro, gell? Ja, Bruder. Geil. Du machst jetzt mitten in deinem Stream machst du schon das Intro für dein Video einfach. Ich weiß. Ja. Ich kann lernen. Ich mach Ausbildung bei dir. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ja. Du kannst doch immer stoppen, wenn du möchtest, ja, Bruder? Aha. Ich weiß, Reddys. Ich weiß alles da. Geil. Ich war ja schon zwei, drei Mal in Marrakesch. Was hast du da gedreht dort? Was habe ich da nochmal gedreht, ja? Rosenwasser mit Contra? Ah, kenne ich natürlich. Und Bist du real? Oh, das hast du auch in Marrakesch gedreht. Mit Dagi B und Eugen. Ist nicht Eugen der erfolgreichste Song von dir? Nee. Nicht? Nein. Was sonst? Hat doch über 300 Millionen Streams oder so. Ich habe mehrere, ja. Also es gibt einige, die so, also ich kann dir sagen, DNA ist zum Beispiel noch erfolgreich. DNA, okay, ja stimmt, zum DNA Beispiel. Ist auch erfolgreich. Oder ja. Fly. Fly auch, mit Summer. Ja, oder Allein, oder Anhörung. Anhörung, stimmt, Bruder, wie alt das ist, Cousin. Ja, ja. Das ist alt. Ich weiß, ich will auch unbedingt das Jahr, wo es mithört, aber wir haben das, ich krieg das nicht hin. Dieses scheiß Ding macht mir nur Probleme, diese Apollo-Kacke. Darum macht alle Liebe und Herzen für Javus in den Chat und er kommt, sobald wir fertig sind, kommt er auch dazu, Adredis. Auf geht's. Folge 4. Alle guten Dinge sind drei. Was für eine schöne Stadt, ja. Super, ja. Ja, so ein Charme. Weißt du, echte Bilder. Du hast echte Bilder dort. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen zu Tag 4 in Marokko. Wie geht's euch? Alles gut? Okay, okay. Ich sag euch mal so. Kennst du einen von denen schon? Ja. Ich kenne Haaland. Mhm. Den kenne ich. Mhm. Hamdi heißt der. Hamdi. Sie kenne ich. Kauter. Das ist aber nicht der, wo ich dir gesagt habe. Nee, okay, der ist Brel. Wo ist Gio? Ich kenne Gio noch. Gio ist ein bisschen seitlich und, noch. Und die drei, mhm. die zwei, mhm. habe ich in deiner letzten Folge kennengelernt. Ich gucke noch nicht lange, ne? Ich bin dir ehrlich. Ja, du bist ab zweite Folge oder dritte Folge dabei gewesen? Ich glaube, Bruder, die Schnipsel, die viral gehen auf TikTok, die kenne ich alle. Krass, cool. Man kennt das. Ja, ja. For You. Ja, ja. Und gerade wenn du die zwei, drei Mal anhörst, dann wird das die ganze Zeit angezeigt. Mhm. Haaland finde ich echt gut. Mhm. Und so ab zweite Folge habe ich so richtig angemacht, von Anfang bis Aber Ende. Ist cool, weil jetzt lernst du die Leute neu kennen und hast so gar keinen Bezug zu denen und dann kannst du immer die ehrliche Meinung sagen. Okay, okay. Ach, da, ich sag euch mal so. Genau. Kannst du mir ganz kurz erklären, woher er kommt? Er ist TikToker und er macht so Musik-TikToks. Also er redet über Brauchst Beats ich, und... Ich weiß. Okay, okay. Weißt du? Ja, ich hab den doch auch schon gesehen. Genau. Ein bisschen schick gemacht. Einige müssen sich gleich... Der Rap ist übertrieben machen, clean, ne? Genau, übertrieben so. ...einen Club-Song zu machen, okay? So voll Fabian Römer-Style, weißt du? Ihr selber entscheiden, mit wem ihr ins Team geht. Wir werden vier Teams bilden. Fabian Römer. Natürlich, Bruder. Okay? Also das ist jetzt Motto Club-Show. Richtig. Club-Song. Genau. Und ihr tritt dann mit eurem Club-Song gegen die rivalisierenden Teams an. Ja? Es gibt zwei Gewinnerteams und zwei Verliererteams. Gebt Gas. Ich hoffe, die Challenge ist allen klar. Habt Spaß, das ist das Wichtigste, darum sind wir hier. Also, soll ich es jetzt schon sagen? Ja, wenn du jetzt, du darfst es nicht spoilern. Ja, es sind 12 Leute. Jetzt noch drin. Genau, aktuell sind 12 Leute noch drin. Und die müssen sich jeweils in Viererteams zusammentun. In Dreierteams. Ja. Das heißt, du hast vier Gruppen. Aha. Zwei gehen als Gewinner. Aha. Und zwei Truppen verlieren. Das heißt, sechs Leute verlieren. Ach, krass. Und was mit diesen sechs Leuten dann passiert, erfährst du gleich. Okay. Und ansonsten würde ich sagen, gut's gelingen. Ja.
That guy nu hat red. Einmal. Red. Hey, Bruder. So. Magi. Für die Kamera. Bruder, wir haben nur Kurden und Maroks. Krass. Der Nuat hat letztes Mal einen guten Song gebracht. Ja, Nuat stabil. Wir haben angefangen zu küssen. Und danach haben wir uns dazu entschlossen, dass wir ein Feature machen. Ja, Mann. Ja, Mann, dann hatten wir auch direkt die Hook eigentlich so. Und dann ging es nur noch darum, ey, wie machen wir das geil mit den Parts? Wie machen wir das so, dass jeder auf jeden Fall scheinen kann? Mir fehlt halt einfach noch das gewisse Etwas. Nur halt das Problem ist halt auch, oder man muss dazu sagen, wir nehmen hier einfach auf unter Krisenbedingungen. Ja, Mann, die Bedingungen sind sehr, das ist schön, oder? Ja, ich glaube, für die Zeit, die wir hatten und für das, was wir an Möglichkeiten hatten. Genau. Ja, okay. Genau. Ja, haben wir das Beste rausgeholt. Wir haben zwei Engineers mitgenommen, aber dann war, Bruder, war alles ein bisschen drunter und drüber. Yeah. Aber wir haben es noch irgendwie gebogen bekommen, dass sie einen vernünftigen Song aufnehmen können. Wenn ich die Scheiße bin, wenn ich einen Song mach und ich scheine bin, Mama sagt, schweigen mach, wenn die anderen dich nichts als mir, deshalb bleib ich still. Ich habe Bail in meinem Körper, Bail in meinem Becher, Baby, du bist mein Tag. Ich glaube, die erste Topline von der Hook ist straight gekommen, ne? Also, ja, ja. Straight. Also, das Gute ist, zum Glück, weil jeder, der mich kennt oder mit mir gearbeitet hat, weiß, normalerweise stehe ich einfach vor Mike und mache mein Ding. Er schreibt einfach nicht. Er macht Zeile für Zeile. Genau. Ja. Manu macht so, oder? Ja, der rappt auch so. Krass. Was? Ich könnte das niemals. Echt? Ja. Ist doch voll kacke, oder? Also ich hab... Nee. Könntest du das so machen? Ja, ich hab auch schon Songs so gemacht. Ah, krass. Genau. Auf Zeitdruck? Nee, nicht auf Zeitdruck, aus Spaß. Manchmal macht dieses Spaß, Fleiß, Reimtechnik, vieles wett. So, weißt du, was ich meine? Weg, ja, ja. Genau, die Stimmung einfach. Nicht weg, Bruder, wett. Wett? Wett, genau. Nass. Nee, man sagt, das macht das wett. Also das ist, warum kennst du das nicht, Bruder? Ich kenn das nicht, Bruder. Ja, etwas wett machen. Nicht wegmachen, sondern okay. Wett. Also, normalerweise, du schreibst und du nimmst den Beat mit nach Hause und du überlegst ja noch ein Thema, genau. Und du machst. Genau. Aber manchmal brauchst du nur Spaß im Studio und das dann ist Wett. Knallt schon alles andere Dings. Baba. Damit machst du das dann Wett, ja. Krank, Digga. Mal gucken, ob die, Jungs das auch wettmachen. Was ist das? Hab ich ja geschnurrt, Bro. Also denkst du schon an deinen Bruder, Mann. Siehst du mir rein, aber bin schon weg und auf Distanz. Mein ganzes Geld in der Working Bank, aber nix auf Band. Ich würde sagen, dass der Song vielleicht nicht die krasseste Message hat, so sag ich ehrlich. Der Song besteht eigentlich nur so aus Fun. So. Ist die Challenge. Geht Vibes. Es ja, geht um Vibes, Digga. Um unser Club. Leben, so Street. Gute Laune, so. Street. Ja, Mann. Ja, Mann. Was man dazu sagen muss, ist, die hatten auch nicht viel Zeit. Wie lange haben die Zeit gehabt? Wir haben so, keine Ahnung, 11, 12 Uhr die Challenge aufgegeben. Aha. Und dann bis abends halt. Ja, krass. Aber jeder muss sich halt abwechseln. Ja, krass. Also man kann nicht gleichzeitig aufnehmen, sondern jeder hat so seine Zeit und dann... Ja, auf jeden Fall danke an meine Brüders, dass sie auf mich zugekommen sind. Die Brüders sind so da. Und alles fertig hatten. Ich musste nur meinen Part machen und hab direkt Bock gehabt. Direkt. So, die ersten Kandidaten dürfen gerne einmal reinkommen. Wir sind soweit. Die Challenge, zeig mir deinen Clubsong. Alle guten Dinge sind drei. Bitteschön, erste Gruppe, Nuhat, Berkay und Breel. Einmal rein. Auf geht's! Der Beat gemacht jetzt zum Beispiel? Der Beat ist ein Online-Beat. Ja, okay. Diese Release-Beat, weil auch einer von Icon hat den Beat schon benutzt. Also die kümmern sich selber um die Beats? Genau. Die kaufen, die sagen einfach online, hey, wir wollen den Beat haben. Aha. Die schicken uns den Link, wir bestellen den Beat und fertig. Das ist so ein Leasing-Beat. Free-Beat, ja. Guck, wo ich herkomme, sind viele auf Jackson, als wenn es normal wäre. Du lügst in deinen Texten, willst kämpfen nach einer Faust, ich an dein Tankle. Kein Mitleid, wenn du umfällst, links, rechts, damit du uns kennst. Onkel hat Streit mit Cousin, normaler Sonntag kann sein, dass ein Schuss fällt. Wo geht die Reise hin, wer dem Menschen uns macht und die Scheine blind. Mama sagt, schweigen macht Sinn, wenn die anderen dich nicht verstehen, deshalb bleib ich still. Kein Job, keine Frau, Drogen für Geld eingetauscht. 100 Kurdis vor deinem Haus, treten die Türe ein, hol uns die Scheine raus. Wieder meinen Becher, wieder meinen Glas. Ihr macht auch Verbrecher, aber wir waren wirklich da. Da, wo die Krisen einem Ende, wurden wir zu Sass. Ich sieh die Tränen meiner Eltern, aber keiner will sie, ja. Ich habe Bail in meinem Körper, Bail in meinem Becher, Baby, du bist meine Tat. All deine Probleme, die vergisst du heute Nacht.
Babe, du bist so freaky, bitte zeig mir, was du kannst. Oh, ah, ah, ich habe Bane in meinem Cup. Die Sonne geht auf, 1-1-0 von meinem Ausgang. Sie stürmen rein, aber bin schon weg, immer auf Distanz. Mein ganzes Geld in der Birkin Bag, gar nichts auf Bank. Mein Blick hängt tief am Zip, die Ho denkt, das mein Schwanz. RL Connect, Marrakesch ohne Passaport. 09 im Paper, aber Minimum 10 im Pantalon. Mein Cousin hält Stellung am Block. In der Club wie 50, Dillemin tanzt auf Reggaeton. Weed in meinem Becher, weed in meinem Glas. Ihr macht auch Verbrecher, aber wir waren wirklich da, da wo die Krisen einen Ende. Wurden wir zu Stars, ich sehe die Tränen meiner Eltern, aber keiner will sie, ja. Ich habe Bale in meinem Cup, Bale in meinem Becher, Baby, du bist meine Tat. All deine Probleme, die vergisst du heute Nacht. Babe, du bist so freaky, bitte zeig mir, was du kannst. Oh, oh, oh. Ich habe Bale in meinem Cup, Bale in meinem Becher, Baby, du bist meine Tat. All deine Probleme, die vergisst du heute Nacht. Babe, du bist so freaky, bitte zeig mir, was du kannst. Oh, oh, oh. Ich habe Bale in meinem Cup. Also er hat jetzt nur Dings gemacht, die, ne? Hook gemacht. Die Hook und genau. So eine Bridge-mäßig richtig. Irgendwas, ne? Genau. Okay, und können alle drei weiterkommen? Theoretisch ja. Aber es kann auch sein, dass nur einer von dieser Gruppe rausfliegt. Genau. Okay, und du willst jetzt von mir wissen, wer ich am besten fand? Nee, ich will einfach so der erste Eindruck zum Song vielleicht. Ja, geil, auf jeden Fall. So ein lockerer Vibe. Mhm. Berkay, genau. Mhm. Berkay war letztes Mal... Waren seine Lyrics fand ich nicht so krass, diesmal waren die gut aber. Mhm. Und ihm fand ich letztes Mal schon gut, also ich fand es stark. Er hat halt nur die Hook gemacht. Richtig. Genau, da ist er so gefühlt 1 minus hinten. Mhm. Hätte er wenigstens die Pre selber gemacht. Mhm. Die Pre hat er gemacht. Nuhat will sie immer machen. Ja, okay, vielleicht ist das seine Stärke. Genau. Aber stark, ist schon mal sehr stark. Super, ey, ihr habt Lob von der Legende bekommen, Dreddys. Das hier ist nur noch die Top 12. Aha. Wir haben noch 4 Folgen. Ja, krass. Das heißt, es mit der 4? Genau. Nee, also wir sind 4 die von 8. Die und dann noch 3? Dann noch 4. Ach, krass. Dann noch 4. Das heißt, es fliegen noch 7 Leute raus. Ja, stark. Und dann stehen 5 am Ende. Okay. Warte. 5 Gewinner. Ich kann dazu auch einfach nur sagen. Es wird 5 Leute geben, die als Gewinner aus diesem Turnier gehen. Mhm. Und dann darf die Community nochmal entscheiden, wen die auf Platz 1 haben wollen. Ja, und wie machen die das? Abstimmen. Ach krass, okay. Ey, du hast einen Anruf bekommen. Jam. Wir müssen kurz. Chat, wir müssen ganz kurz stoppen. Kro! Walla nix, ja. Ich bin hier bei Sami von Rap La Rue. Wir sind im Stream gerade. Und wir ziehen uns gerade seine Sachen rein hier bei die ganzen Rap La Rue Künstler und keine Ahnung was. Was machst du, Bruder? Walla nix, Bruder. Ich bin am Fahren. Okay. Ich war gerade zurück. Tamam, okay, pass auf. Ich will eine Sache von dir, Jam. Du musst mir eine Champions League Folge, die musst du mir geben, ja? Welche? Ich habe eine Idee, Bruder. Guck mal, pass auf. Der Gewinner von Rap La Rue, ne? Ja. Wir holen den zur Champions League. Ja. Dann holen wir, wenn Icon Bock hat und natürlich auch Eier hat, ne? Ja. Holen wir den Gewinner von da, holen wir auch zur Champions League. Ja. Du, ich, Billy, Javus, machen Dings, kicken wir alle ein Part, ne? Und dann gucken wir, wie das ist, wenn die Newcomer die abreißen. Dann in so einem Format nochmal mitmachen, auf live und so. Tamam, Bruder. Kein Problem. Tamam? Liebe Grüße an Sami. Schöne Grüße zurück, Bruder. Dankeschön, Bruder. Ja, sehr geil. Erfolg, dein Format ist super, Bruder. Viel geil, Erfolg. Danke, Bruder, danke. Geil. Okay, Tamam, Chat, ihr habt gehört. Geil, wir haben das Alter. Wort von Jam. Er hat gesagt, er ist dabei und er hat gesagt, 20% gehen in meine Tasche. Geil, und 20 in meine. Baba, alle! Jam Abi, Tamam, Jam, die Karte geht. Ciao. Hi, dabei. Ciao.
Ja, das ist doch meine Idee, oder? Das ist super, Bruder. Seid ehrlich. Ein bisschen Feuer reinzubringen. Geil, ehrlich. Super, Digga. Aber ihr müsst dafür Casey auf Twitch folgen, das hat er nicht umsonst für uns getan. Okay, nächster Song. Bist du ready? Ja, auf jeden Fall. Boah, nächster Song, ich war richtig enttäuscht. Sieht man auch in meinem Gesicht. Hast du nicht gefeiert? Bruder, ich war sauer. Warum? Ich hab mir gedacht, wir sind im Top 10, Top 12 von Rap LaRue und ihr kommt mit so einem Song. Okay, krass. Lass mal sehen. Also der Song war krass so an sich. Ich finde, dass du hast den Song irgendwie ein bisschen verfehlt, diese Club-Richtung, weißt du, was ich meine? Also es hat gepasst, der Text hat gepasst, alles hat gepasst, aber diese Club-Challenge hast du da ein bisschen verfehlt, mein Bruder. Bre, du hast es am Ende ein bisschen rausgeholt, so mit der Hook, dass es sich auch nach Club angehört hat. Jawohl, 5000 Zuschauer, Dreddies, I love you! Es hat rund angehört, aber die Challenge war halt Club, wisst ihr, was ich meine? Und da muss man halt schon auch gucken, dass man ein bisschen über Club redet. Ansonsten fand ich es schon rund, so sagen wir so. Okay, ihm hat das cool. Er war jetzt nicht links, er ist nicht aus den Socken gefallen. Genau. Okay. Ja. Perfekt, Digga. Auch aus diesem Meinung, Digga, perfekt. Also ich finde auch, der Song ist nice, der Song hat einen Vibe auf jeden Fall, hat er gut übertragen. Ich finde, Breel hat den Song getragen. Guck mal, er hat jetzt zum Beispiel gefunden, dass Breel den Song getragen hat. Ja, der hat die Hook gemacht. Genau. Kann ich sagen? Man muss halt immer den Club-Song-Aspekt mitbeurteilen, weil es geht nur darum. Okay, aber weil er gesungen hat. Genau, so ein bisschen klubbiger. Und Nuhat ist zwar in der Lyrik oder allgemein der stärkere Rapper auf dem Song gewesen, ja. Aber er hat halt über Hood geredet. Kommen Kurdis vor deine Tür und treten dich kaputt und so weiter und so weiter. Ah, okay, und es war halt jetzt nicht wirklich Club-Song bezogen. Ja. Was ja, ich finde Berghain, was ja trotzdem im Club laufen könnte. Könnte heutzutage auch aber im Club vielleicht laufen. So eine Tune-Passage noch, genau. Bisschen auf Mellow, genau. Bisschen genau. Der Hubschrauber. Bisschen, genau. Ich fand deine Gesangseinlage, dein diesen kurzen Einstieg Abschnitt nach und so, Vierer. Fand ich sehr nice, hat sehr dazu gepasst. So. Vom Arrangement des Songs, ich hätte mir noch einen krasseren Drop gewünscht. Weißt du, ich meine, ihr wisst selber, wenn man im Club ist, es ist ein bisschen abkühlen, dann steigt die Spannung steigt so und dann kommt der Drop so und alle gehen ab. So. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Aber ansonsten stark. Respekt. Respekt. Gute Leistung. Gruppe 2. You, Hamdi, Suat. Mega. So, ich würde die nächste Truppe einmal reinbitten. Suat, Hamdi, JU. Bitteschön. Nein, nein. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen dampfen. Komm schon, Alter. Es ist noch nicht zu spät. Und warte, bevor wir jetzt den Song hören. Ich sag den auch, Jungs, ihr seid Stars jetzt. Das haben die, ne? Das haben die, genau. Hier ist You. Genau, und das ist in der Mitte Suat. Suat, okay. Genau. Ich sag, ey Jungs, ihr müsst euch auch bewegen wie Stars. Yeah. Ja. Ja, nee, macht Performance. So. Yeah. Die werden auch dazu gedrillt. Zeigt was. Yeah. Lebt das. Ihr seid Stars. Und Bruder, guck's dir einfach an. Denn mein Bruder bringt die Kilo-Blöcke auf die Afterparty. Ich seh Mini-Röcke, mein Kappa-Kasi. Aus der Siedlungsecke check ich Lieferketten. Mein Block brennt mehr als ein Rastafari. Mein Dry ist erste Sahne. Straight in die Nervenbahnen. 3 Liter Gin, ich bin so ciao. Doch ich lauf Kerzen gerade. In meinem Glas misch ich Wodka eh mit Nana Tee. Deine Nacht, also Baby, komm und check. Baby, shake im Club, Madame. Eigentlich bin ich noch in der Hood gefahren. Gute Passage. Ich hab den Gin im Kopf und die Taschen voll Platter. Bringe das Gift am Mann frei. Schleuder die Plagger, Bruder. Ich sip die ganze Nacht lang. Guck mal, mein Gesicht. Was hast du gemacht, Bruder? Du bist am Trauern. Guck mal, OG, der ist sauer. Also die Einleitung in die Hook, das war cool. Da hab ich gedacht, okay, jetzt kommt ein... Was habt ihr gemacht? Die drei, alle drei? Genau. Raus. Nein, nein, nein. Vielleicht. Von Marrakesch bis Amsterdam. In the Club macht der Fuchs ein Winner. Wieder Blüschen, das Glas einfach runter scheppern. Ich bin Hood-Verbrecher, das ist Hollywood Drive. Aber heute nicht, Baby, kiss Shawty, you're mine. Exzessiver, alles dreht sich. Kachba schickt sich durch den Club. Immer wieder Drink nach Drink. Du siehst die Jungs auf Super Plus. Ah, Latina Tahna bringt mich wieder mal um den Verstand. Ah, Sativa Ganja ab in den Club. Ich shake im Club, Madame. Eigentlich bin ich noch in der Hood gefahren. Und Bruder, bei denen, die haben sogar 2 Takes bekommen, weil ich gesagt, bewegt euch mal, macht mal was. Und das war dann der Take, wo die sich bewegt haben. Da, eigentlich bin ich noch in der Hood gefahren.
Ich hab den Gin im Kopf und die Taschen voll Platter, bringe das Gift am Mann frei. Schleudert die Plaka, Bruder, ich sip die ganze Nacht lang, von Marrakesch bis Amsterdam. Ich hab den Gin im Kopf und die Taschen voll Platter, bringe das Gift am Mann frei. Schleudert die Plaka, Bruder, ich sip die ganze Nacht lang, von Marrakesch bis Amsterdam. Guck mal bitte, dieser Blick in Kamera, Bruder. Song ist vorbei. Der andere guckt auf Boden, der sucht Pfandflaschen, Bruder. Der andere guckt Schnurrsenkel. Der andere Song war schon deutlich besser finde ich. Ja. Seine Pre zwischendurch war gut, sein Part war auch ganz okay. Aber der andere Song war schon deutlich besser. Ja, finde ich auch. Wobei, war letzte Woche beim Battle gut. Ja, der war auch sehr gut. War witzig, hatte so auf jeden Fall Wortwitz. Diese gezwungenen Klatschen. Diese aus Respekt. Ich kann es mal sagen soll, weil vielleicht habe ich das Gefühl, ich muss den Song öfter hören. Und ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass er nicht perfekt für den Club gemacht ist. Weil ich glaube, wenn du in den Club geht und den Song das erste Mal hört, muss man direkt gecatcht werden von diesem Song. Und irgendwie ist es bei mir nicht passiert. So, ich weiß nicht, woran es lag. Keiner von euch war schwach, aber irgendwie war es nicht so. Oh, es hat mich nicht gecatcht irgendwie. Ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Safe, ich kann mich nur anschließen. Das war vielleicht 60% eurer Leistung. So. Ich finde aber, wir dürfen jetzt nicht zu hoch beurteilen, weil wir dürfen nicht vergessen, 12 Stunden hatten wir Zeit. Das sind drei Künstler, die so zusammengewürfelt wurden, oder? Aber dafür sind wir im Finale, Bruder. Ja, klar, das auch stimmt. 12 Er war schon. Ja, du musst dir halt aber vorstellen, dann muss die Dreiertruppe aufnehmen, dann die Dreiertruppe aufnehmen. Ach so, okay. Also von morgens bis abends. Also die haben effektiv 2-3 Stunden gehabt. Genau, effektiv 2-3 Stunden, wo die im Studio sind mit einem Produzenten. Ja, okay. Irgendwo krass, aber... Ist ja mehr als genug eigentlich. Ja, wenn du Rapper bist... Weil die zu dritt sind. Genau. Wenn die nicht zu dritt werden, ist man... Genau, safe. Und die, du musst dir vorstellen, die kamen ja alle vorbereitet, also nach Marokko. Haben denen gesagt, ey, bereitet euch vor, schreibt Texte, euer Notizblock muss voll sein. Ja, okay. So. Aber irgendwo hättet ihr so ein bisschen mehr zusammengearbeitet, weil ich finde, man hört ein bisschen raus, dass der eine das gemacht hat, der andere hat das gemacht. Weißt du, was ich meine, so ein bisschen? Also im Endeffekt war es schon cool. Man danke für alle Subs, Ladies, danke schön. Körper schon bewegen, ein C hat auch ein bisschen gebreakt da unten. Ja, safe. Und ich muss auch sagen, Hamdi ist wieder auf jeden Fall positiv aufgefallen, so mit deinem Part. Ja, finde ich auch, safe. Aber Bruder, deine Movements sind immer noch... Bruder, das ist ein bisschen Eis, sagt er. Du musst ein bisschen aus dir rauskommen. Die Performance, die muss ein bisschen stimmen. Jackson, das war ja, so die Performance. So. Ja. Mir hat es nicht gefallen, weil er bewegt sich so, weißt du? Ich sag, yeah. Bruder, sei locker. Komm aus dir raus, wir sind Fans von dir. Mhm. Schäm dich nicht. Einfach locker sein. Top, Performance geht. Nee. Dann sagt er so, musikalisch war ich top, Performance geht. Ich sag, nee, Bruder. Es war noch so hin und her mit dem Song. Musikalisch top, Performance geht. Nee, musikalisch war auch nicht top, Bro. Man muss euch alle drei aufbewerten. Man muss ja den Song bewerten. Mhm. Und der Song, weiß ich nicht. Musikalisch Legende? War nicht so Legende, ich war immer. Hat auf jeden Fall. Ich war on point musikalisch. Musikalisch Jay-Z. Aber. Performance. Geht. Beyoncé, so, ausbaufähig. Luft oder wenn ich im Club wäre, hätte ich nicht dazu tanzt, Bruder. Hooper 3. Okay. Gio, Illo, Eamon. Katastrophe, ja? Warum? Wunder, ich weiß nicht, ja. Wir haben irgendwas... es funktioniert. Wir waren todkrank. Also er in Mitte, tot. Ja? Nicht die Arbeit funktioniert nicht, sondern irgendwas drumherum hat nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, das irgendwie. Bye, bye. Wodka-Juicen. Bye-bye, Wodka-Juicen, White Lines. Boah, kann ich den einmal nochmal sehen? Ja. Den hab ich das erste Mal jetzt so gesehen. Der sieht nicht so aus. Hä? Sieht eigentlich nicht so aus. Er ist ein fresher Junge eigentlich. Warum ist er hier? Weil er hier sieht aus wie Findet Nemo, Cousin. Warum ist er hier? Weiß oder? Oder ist das so... Bester Mann. Habt ihr... Hilo, bester Mann. Wer hat... Ist der so oder ist das euer Color Grading? Das sieht nur so aus, das ist Color Grading. Deswegen dem Bildschirm, guck mal. Wenn ich das Bild hier hinziehe. Er hat ein markantes Gesicht, er könnte auch Schauspieler sein. Dann ist es nicht mehr so, siehst du? Das, oder doch ein bisschen. Nee, hier ist besser. Hier ist besser, das ist wegen dem Bildschirm, weil der Bildschirm ist für Gaming ausgerichtet. Ah, okay.
Ja, ne. Rosa ist hier knallrot. Genau, so. Bye bye, Wodka, Juice und White Line. Sie will mit mir feiern, doch ich will nur in ihr Kleid rein. Genau so, genau so. Ich weiß, ich hab den Bruder gesehen, der war ziemlich krank. Und ihn so zu sehen, war ja auch nicht so schön. Ist er mit dem Mädchen zusammen? Nee. Ist er nicht zusammen? Nee. Ach so, okay, weil irgendjemand hat mir das, glaube ich, gesagt gehabt. Als wir letztes Mal irgendwas geguckt haben. Ich glaube, ja. Die sind zusammen, oder? Also, die haben da so ein... Was denn? TikTok-Promo gemacht einfach. TikTok-Promo? Genau. Wie weit ging denn diese TikTok-Promo? Ja, so nur. Die sind Chat, nur rückt der mich an, oder? Also, Bruder, ich kann nur sagen, was die mir sagen. Läuft da was, oder? Nein, da was läuft was. Was geht da ab, Alter? Nee. Vielleicht. Vielleicht da bist du ja, Kiebel. Ja, die schreiben, ja. Safe, Lüge. Safe, Lüge, er lügt. Freunde, safe, sehr weit. Weiß ich nicht. Könnte sein, man weiß nicht. Okay. Bruder, mach mal dein Color-Grading wieder normal, ja. Ja, auch nicht so schön. Guck mal, er hat hier eine rote Nase auf unserem Bildschirm, Bruder. Achso, er war krank, hast du ja, gesagt. Ja, tot krank, ey. Aber geile Energy bestimmt in der Villa, ne? Ja, übertrieben. Ja. Der Bruder kann leider, er gibt gerade seine Leistung, die er jetzt hat, ist seine 100%. Aber die ist ja eigentlich noch höher. Aber er kann nicht. Doch, Mann. Jungs, ohne diese Ding, Mann. Bruder, du bist Bruder, krank. Sag dir doch die Wahrheit, ja, okay, Bruder. Okay, aber das lügen, ist Mann, Bruder. Ausrede. Bruder, du liegst da wie ein halbes Hähnchen, Bruder. Ja, was okay. Ist da? Ich finde den Song Baba. Ich perform den trotzdem, Wala. Ich finde den Baba, fertig. Ich finde den auch Baba. Was ist der für ein Landsmann? Der ist in Tunesien. Hä? Tunesien? Okay. Das ist mein Landsmann. Ach, krass. Fick okay. Dich! Geh dir weg von der Kamera! Ich mag seine Attitüde von Gio, ja? Gio ist Baba! Gio ist Baba! Der hat so eine Attitüde, wie, ohne dass ich jetzt viel von ihm kenne, dass er sagt, ich rappe einfach. Ja, er ist cool, weil ich rappe einfach. Genau. Ich will gar nicht diese. Auf dem Beat, ich will gar nicht. Er ist bei allem dabei. Dreh mal Türen weg. Gar oder macht der Türen auch? Nee, eigentlich gar nicht. Ja, okay. Eigentlich dann gar nicht. Auch gern. Wir würden lügen, wenn wir sagen, wir sind zu 100% zufrieden, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Ja, das stimmt. Und ganz ehrlich, unser Song ist wenigstens zu 100% ein Clubsong, auf dem man auch Rilla feiern kann. Und wenn ich rausfliege, ich fliege mit Ehre. Ich gehe in diese Flugzeuge, ich gehe mit Ehre, voilà. Okay, wir würden gerne... Und ich war da, wo die das so im Prozess, habe ich ein bisschen begleitet. Ich habe mir gedacht, Digga, das wird gar nichts. Ja. Der eine hat 40 Grad Fieber. Aha. Guck mal, was für eine Angst. Ich hatte, oh mein Gott, bitte, bitte, bitte. Und dann kamen die. Als sie da auf der Couch saßen, hatten genau. Die den Song schon gemacht? Da hatten die den schon gemacht. Okay, dann, der wird genau. Gut, die reden richtig mit Eier. So, und danach kamen die rein, Bruder. Aha. Und dann guck mal, mit was in der Energie die reinkommen. Die nächsten Künstler rein, bitten Ilo, Gio und Eamon. Baby go go, baby go go. Guck mal, wie die performen. Baby go go. Baby go go, let's shake you, buddy, it's time to shine. Keiner steht hier die Show. Ihre Freundin will auch, doch sie sagt, mein, deine Augen auf Zoll. Sie will noch ziehen, sie wackelt mit Arsch, legst du ihr ne Leine. Ich hab hier noch Shots, es wird zu viel, es ist grad dacht, wir sind schon high. Wow, wow, wow. Baby komm mit, shake, shake. Bullo guck, G, weißt du, die macht Cash. Nimm, komm, mach, schnapp, dick, plus Spielpass. Falls du überall komm, pack dein Rennen, ey. Genau, das ist das, was du sehen willst, ne? Genau. Mr. Six und Red ist im Blue, wegen Rolex am Arm, schickt Chaya Bisu, Kartusch. Schalter voll, Kanak macht Fluss, Sikin ist ready unter Kanada groß. Ich verführe meine Bitch, so wie Shah Rukh Khan, Kiffe bum bum, Hasch ala Marokkan. Baby tanzt auf die Gien, gib dir Sakrotan, denn ich bin wortgewandt und arrogant. Oh Baby, ich klär dich heute auf Stelle. Wir sind dicht, nein, wir sind Relle. Gib mir Lele. Substanzen in der Blue Bahn, lass uns tanzen. Hau die Flaschen auf den Tisch, ich geh aufs Ganze. Leg dir ne Line, lass uns allein. Nur du und ich, der zieht die Shot, get down, get high. Baby, gib mir Marmeter. Zu cool, knall ich in die Kamera. Zu Fuß lauf ich durch die Favela. Bullen auf Jagd, Dr. King Pacheta. Kamikaze trinkt Whisky pur. Schau ihr zu, wie sie heute tanzt. Belly Dance, sie nennt mich Shakur. Heute Abend scheiß auf dein Mann. Langsam mein Kassel, weil Champion ist nicht Belashir. Du hast kein Sheriff, nein, keiner hat Respekt vor dir. Bye, bye, Wodka, Juice und White Line. Sie will mit mir feiern, doch ich will nur in ihr Kleid rein. Ich verführe meine Bitch so wie Shah Rukh Khan. Kiffe bum bum, Hasch ala Marokkan. Baby, tanz auf die Gien, gib dir Sakrotan. Denn ich bin wortgewandt und arrogant. Mom, Baby, ich
klär dich heute auch schnell. Wir sind nicht, nein, wir sind Relle. Gib mir Lelle. Substanzen in der Blubahn, lass uns tanzen. Hau die Flaschen auf den Tisch, ich geh aufs Ganze. Leg dir ne Line, lass uns allein. Nur du und ich, der zehnte Shot, get down, get high. Vier Substanzen in der Blubahn, lass uns tanzen. Hau die Flaschen auf den Tisch, ich geh aufs Ganze. Leg dir ne Line, lass uns allein. Nur du und ich, der zehnte Shot, get down. Hat einen alleine schon mehr mitgezogen, weil die performt haben diesmal? Richtig. Ja, aber ist auch schon insgesamt das Beste bis jetzt. Fand ich auch. Ja. Fand ich auch. Es ist auch wirklich die Aufgabe. So, Clubsong, ja. Macht Clubsong, haben die gemacht. Dankeschön für die Subs, Adrelix. Wunderschön, ich küsse eure Herzen. 5600 Leute, noch ein Shoutout für Casey Mods, bitte. Folgt Casey auf Twitch, ihr müsst nur auf das Herz klicken und dann also, seid ihr Follower von der Casey. Der ganze Prozess, den habe ich ja so ein bisschen mitbegleitet. Eamon, du warst krank. Da hast du direkt wieder Laune bekommen. Genau. Maximale Leistung gebracht. Bis jetzt, euer Song ist bei mir auf Platz 1. Ja, eure Gruppe hat gut abgerissen. Ich hatte richtigen Club-Vibe. Ich finde, Gio hat geglänzt, Eamon hat geglänzt, Ilo hat geglänzt. Ihr habt alle eure Rolle erfüllt. Jeder hat auf dem Song maximal abgegeben. Und ich küsse eure Herzen, meinen vollsten Respekt. Sipo schreibt, Gio hat kurz Party-Maus rausgeholt. Ich küsse euch auch. Jeden. Gio war richtig da, Dreddy. Also ich kann dazu nur sagen, ich war ja auch gestern noch bei euch, als ihr den Song aufgenommen habt. Ich habe mir das angeschaut. Ihr wart euch gar nicht über den Beat einig. Hilo, du warst am Mic, du wolltest irgendwas reißen. Gio, du wusstest gar nicht, wohin mit dir. Du wusstest gar nicht mehr, Beat, den Beat oder den Beat. Eamon, du warst krank, mein Bruder, und du wolltest einfach nur... ey, Jungs, lass mich rappen, Bruder. Lass mich rappen, egal welcher Beat. Weißt du, was ich meine? So? Aber ey, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles, was ich gestern Abend gesehen habe. Oder was heißt gestern Abend? Es war heute früh sogar noch, 3 Uhr. Ich hätte niemals erwartet, dass ihr sowas abliefert. Was er weiß, also, wo Algeria. Ich gestern gesehen habe, hätte ich niemals erwartet, dass sowas abliefert. Mein höchster Respekt, ich sag euch ganz ehrlich, für mich war die auch die stärkste Gruppe heute. Keja. Gruppe 4, Kauta, Amo, Haaland. Also, boah, habt ihr Bock? Was ist mein Doktor? Was ihr machen? Kommst du das auf einmal? Boah, das ist Papa, ja? Mama, ne? Der ist richtig gut. Der gibt mir so Soul-King-Vibe. Der Aufnahmeprozess, also der Produktionsprozess ging eigentlich relativ schnell. Wir standen einfach da und haben... Wir haben aktuell einen Rekord aufgestellt. Was denn? Womit? Mit Streams. Wir hatten nach 24 Stunden 400.000 Streams. Boah, stark. Ja, und wir sind sogar gechartet mit dem Song. Boah, stark. Ja, Mann. Ich bin richtig stolz auf die. In einer Woche hatten die 1,9 Millionen. Boah. Jeden Tag, also von Donnerstag richtig bis Donnerstag. Gut. Ja. Auch Dreier-Dings oder nur sie? Sie und Eamon. Ah, okay. Mhm. Mit dem letzten Song, egal. Wir haben einen Beat laufen lassen. Wir haben uns direkt geeinigt. Wir hatten gar keine Diskussion. Wir haben ein paar Toplines laufen lassen. Auch das war direkt klar. Wir haben Ilo ist Algeria. Die müssen jetzt eigentlich einen Vorteil haben, dadurch, dass sie im Team ist. Walla, wie lange bist du gestern da, Mann? Walla, ich sag euch ehrlich, ich bin richtig dankbar. Trotz so zwei Stars, also so zwei Baba-Stimmen, die können einfach furzen, das hört sich geil an, dass ich die Pre-Hook machen durfte. Ey, ich nehme einfach in. Nochmal. In der Pre-Hook nehme ich einfach ein paar so warme Städte so mäßig. Ja, ja, ich hätte eh gesagt, Sommer warm oder? Und so, wir sind Sommer, tanzen, weißt du? Salvador, Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo. Klima, wir tanzen. Da, da, da. Der Arme, warte, An der Arme muss ihn einfach sponsern. Er schreibt An der Arme in den Lyrics. Ich sag's ihm. Warum An der Arme? Er sagt, ich muss immer An der Arme erwähnen, mindestens einmal, bis die mich sponsern. Alle. Ey, lass An der Arme nehmen. Stark, stark. An der Arme? Ja. Ich muss An der Arme nehmen. Jeden Text muss ich einmal an der Arme nehmen, damit ich mich verraten mag. Damit ich was? Ich dachte mit den Star. Den Sponsor. Ah, okay. Weißt du, wie alt Haaland ist? Nee, aber er ist voll, sieht voll jung aus. 17 Jahre. Geisteskrank. Geisteskrank, ja. Er ist auch sehr 19. Gut, ja. Ja. Ja, ja. Ich sag euch ehrlich,
Das war. Er hat halt diesen Fetisch. Er reimt nur Nomenreime. Er läuft darum, was reimt sich auf Sammy Khedira? Was reimt sich auf Sammy Khedira? So läuft er rum, weißt du? Mhm. Also er ist so. Die besten 50 Euro, die mein Cousin mir bezahlt haben, dass ich bei Rap Lavi beworben habe, Walla. Ja, Mann. Baile, copii de pa motorul la șopina. Steine ins Bett, Mix unter der Sonne, vier Varianten. Alicante, Kaliber radikal, Motherfucker, Bringermann und Trafikante. Hasch schwarz wie Fatih, macht dir zu Youngster wie Fatih. Haschra Vitamin, doch es fick nicht dein Anfall, es macht Gaddafi, Gaddafi, Klatsch, Kawasaki, Haaland und Kota in Nordafrika. Salvador, Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo. Lima, wir tanzen. Chérie Chiquita, pour mon trépé Jimila. Im Trikot Sammy Khedira, Haaland Champions League Spieler. GFK Food Konate, Max Motorrad. Bleibe immer Ghetto, so wie Gangster Gomorra. SG, PSG, PSG, Dembele und PNL, 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 Bene, Bene. Salvador, Dubai, Miami, Lagos und Guantanamo. Lima, wir tanzen, Napa. Baile, finde ich, die Jungs davor waren minimal stärker, aber die waren auch gut. Cool. Ja, cool, 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 cool. Haaland, Kauter, Amo, ihr habt das super gemacht. Die Struktur des Songs, davon bin ich begeistert. Kauter, ich hätte nicht gedacht, dass du in die Gruppe von den beiden so reinpasst. Amo mit der Pre-Hook, dann du mit der Hook und Haaland direkt mit dem Ende der Hook. Ja, ein sehr cooler Song. Passt perfekt zu Marokko, ich habe ihn richtig gefühlt. Das ist so, wenn ich nur persönlich nach meinem Geschmack gehe, das ist genauso meine Musik, die mich am meisten anspricht. Ich bin sehr stolz auf euch, ihr habt das sehr gut gemacht. Wie süß, sei ehrlich, Bruder. Ey, Bruder, wie wichtig diese langen Haare von Haaland sind, ne? Übertrieben. Und am Anfang, er wollte sie nicht auflassen. Bruder, du musst die auflassen, Cousin. Ja, ja, das macht sich aus, Cousin. Ja, und er wollte die ganze Zeit Zopf tragen. Ja, ja, wenn er die nicht hätte, dann. Ja, das fehlt der Wiedererkennungswert. Ja, natürlich, das eckt an. Weißt du? Und dann heißt er noch Haaland, Bruder, Künstlername. Boah, ich bin hin und her gerissen, ne, die ganze Zeit, weil ich finde, dass ihr alle für euer Ding so, jeder Einzelne hat komplett abgerissen. So. Haaland, du hast wieder überzeugt mit deinen Melodien, aber auch mit deinen Bars und so, mit deiner Reimtechnik und so, wirklich stark. Kauter, jedes Mal, wenn du reinkommst, ich krieg gute Laune und Gänsehaut, so was soll ich sagen. Amo, Bruder, deine Stimme in der Pre-Hook, brachial, wirklich, deine Stimme passt sehr krass in den Song. Der Song an sich ist auch sehr geil. Ich tue mich nur schwer damit zu denken, so, okay, ist das jetzt ein Club-Song oder ist das ein Beach-Bar-Club-Song? Dankeschön, Bruder. Irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Zählt auch darunter, Cousin. Ja. Ich würde da also drauf im Club abgehen, Digga. Der Song ist wirklich geil, So. Ja, aber trotzdem, ich bin hin und her gerissen. Ich bin genauso wie ihr, ich sag euch ganz ehrlich so. Aber irgendwo denke ich auch, Kauter hat es ein bisschen rausgerissen so bei euch. So, wenn ihr zwei und eine andere Person vielleicht im Team wäre, dann wäre das vielleicht in eine andere Richtung geschlittert. Es war schon ein perfektes Zusammenspiel. So ja, ja, das Ding ist, es war cool. Okay, danke schön. Ja. Danke für euren Auftritt. Jetzt die Entscheidung. Walla, darauf bin ich sehr gespannt. Also Jungs, ich sag euch ehrlich, jetzt wo wir alle vier Songs gehört haben, für mich ist die Entscheidung, ich würde sogar sagen, ziemlich klar. Für mich auch. Für dich klar? Ja, aber ich müsste jetzt kurz die alle Gesichter drei mal sehen. Okay, okay. Führt die Gruppe Amen,
alleine wegen der Performance und wegen dem Background so. Die, bei der die letzten Gruppe jetzt zum Beispiel, soll ich das sagen, Bruder? Wie du möchtest. Bei der letzten Gruppe zum Beispiel wäre für mich Haaland und das Mädchen wären weiter zum Beispiel. Okay. Ich habe Angst gehabt, ich habe gedacht, heute ist der Tag, der wird nach Hause fliegen. So. Aber Bruder, dann so dieser Switch, dieses Schalter umdrücken und er ist einfach da, er performt einfach. Er ist, das ist Profi, Bruder. Das ist Profi-Level. Aber ich denke, anhand dieser zwei Songs merkst du einen klaren Unterschied. Ja, natürlich. Am Ende reden wir um den heißen Brei. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung. Weißt du, was ich meine, hast Bruder? Nee, aber ich sag euch ehrlich, Jungs, es tut mir ein bisschen weh, so, weil diese... zwei Gruppen hereinspaziert, sind Verlierer. Hereinspaziert. Ach, zwei komplette Gruppen. Zwei komplette Gruppen. Ich stört dich alle schon mal. Was, wenn in einer Gruppe zum Beispiel einer aber ein Motherfucker war? Das ist egal. Guck mal, diese Gruppe hier zum Beispiel, die gerade reinkommt. Ja. Direkt. Die okay. In den Gruppen auch. Lass erstmal alle kurz stehen. Perfekt. Tür zu Vater. Dann siehst du die von vorne, dann kannst du sagen. Ja, ich sag dir, welche Gruppen okay, weiter. Genau. Ja, Bruder, wenn zwei Gruppen rausfliegen, zwei komplett. Gruppen. Ja, dann sag ich safe. Die Gruppe mit Aim and Gio. Gio und so müssen weiter. Mhm. Ja, und Haaland und so. Okay, also wären diese beiden für dich weiter? Ja, also diese beiden Gruppen wären für mich weiter. Mhm. Aber eigentlich war zum Beispiel er auch gut. Er war sehr gut, Bruder. So, er war besser wie er. Ja. Für mich. Ja, für dich, genau. Für mich, ist immer ein persönlicher Geschmack. Ich meine... Das ist ja kein Disrespect oder so. Wir sind 12 Leute und 6 müssen ja raus. Genau. Also irgendwie muss man ja irgendwas sagen. Aber es geht nur gruppenbezogen. Ja, gruppenbezogen dann die. Also ich würde in diesem Format Haaland, das Mädchen, Gio und hier hinter. Ja, Eamon. Eamon. Genau. Das sind für mich die heißen 4 gerade. Hier, er kommt vielleicht auch noch rein. Okay. Okay. Aber ich habe eine Frage an dich, Bruder. Ja, Tag. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Es gibt noch einen Jungen, der ist gar nicht dabei. Wer? Ein... Money. Nein. Wer? Money kenne ich auch, der ist auch gut. Ja, der ist brutal. Der war ja bei uns, aber er durfte nicht einreisen. Ah. Er wäre eigentlich da, Bruder. Okay, tamam. Mit diesem Einreiseproblem haben die mir das auch gesagt. Der aber ist ich meine nicht Money. Wen meinst du? Der ist aber auch gut. Der ist dieser Driller, ne? Genau, das ist der Driller. Ja. Meinst du, ein ganz klein? Ein ganz junger Kerl. Der mit Windeln noch. Ja, der hat auch Einreiseprobleme. Auch Einreiseprobleme? Ja, die beide hatten ein... Die sind... Also einer ist Kosovo-Albaner und der andere, ich habe Nationalität vergessen. Und Marokko erkennt das Land nicht an. Die sagen, krass, das Land existiert nicht. Okay, die können den nicht einreisen. Der ist Gypsy, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, was für nationale Papiere der hat. Ah. Weißt du? Mazedonien. Mazedonien, die sagen, nee, können wir nicht einreisen lassen. Eine neue Challenge und ein neues Ergebnis. Wir haben uns gerade intern besprochen. Komm, Skandalentscheidung jetzt. Und wir werden jetzt zwei Gruppen verkünden, die direkt in die Villa dürfen, die hier bleiben dürfen. Und zwei Gruppen, die einen nicht so schönen Abend haben werden. Ach so, und aber nicht so schön heißt nicht, dass sie direkt raus sind. Ah, okay. Unter diesen 6 machst natürlich, du auch noch ein bisschen Bruder, der gegen den. Natürlich, Cousin, natürlich. Okay. Die erste Gruppe, für die wir uns entschieden haben, ist die Gruppe Hamdi, J.U., Suat. Ihr werdet einen nicht so schönen Abend haben. Das ist die Gruppe hier. Die nächste Gruppe, die eine Sache gemeinsam hat, ist Amo, Kauta, Haaland. Die Gemeinsamkeit ist, ihr seid beide heute angetreten, aber das Ergebnis ist ein anderes. Wir dürfen wieder zurück in die Villa. Ah. Um ehrlich zu sein, waren wir uns bei dieser Entscheidung, ich glaube, zum ersten Mal einig. Und deshalb möchten wir Eamon, Gio und... Jungs, geht schon mal in die Villa. Wir kommen gleich nach. In der Villa, bitte. Wenn es darum ging, dass eine Gruppe ausscheiden würde, dann hätte es heute Suat
Hamdi und J.U. getroffen. Guck mal, wie die stehen richtig brüderlich, warten. Ja, Hamdi, guck mal. Ja. Er hat einen wilden Obstverkäuferbauch, ja. Da muss man ein bisschen was machen. Ne? Ihr habt den weitaus besseren Song gehabt als Truppe. Auf euch hat ihn geeiert. Wird jetzt die Qual der Wahl zukommen. Guck mal, wie schlimm ich bin. Guck mal, was ich mit denen mache. Und dafür treffen wir uns draußen. Dankeschön, bis gleich. Boah, jetzt gibt's eklig, Alter. So, die erste Gruppe, der Verlierer, kommt jetzt raus und muss Folgendes tun. Sie müssen einen Namen aufschreiben, wer aus dieser Dreiergruppe uns heute verlässt. Also die müssen snitchen? Die müssen sich gegenseitig. Ich distanziere mich davon. Boah, stark. Die Sache ist sehr hart. Die Sache ist, derjenige fliegt nicht raus, sondern er muss in einem Battle antreten. Das wissen die Künstler nicht. Was für ein Battle es ist? Also es sind zwei Dreiergruppen und aus jeder Dreiergruppe ergibt sich ein Verlierer, der entweder gesnitcht worden ist oder das Schicksal entscheidet den Verlierer. Okay, und die aber müssen dann nochmal gegeneinander gehen. Genau. Und was mit den restlichen vier? Die dürfen wieder in die Villa. Ah, die haben okay. den Tag überlebt. Also fliegt heute effektiv nur einer nur raus? Nur einer fliegt heute raus. Das ist das allererste Mal, dass nur einer rausfliegt. Eigentlich sind immer zwei geflogen, aber heute ist das erste Mal, wo nur einer rausfliegt. Ah, okay. Eins gegen eins Songbett. Oh, weißt du, was voll gut ist, dass keiner irgendwas liegt oder so? Ja, meine Mods haben Slowchat drin. Das heißt, die Leute können nur eine Nachricht schreiben und dann müssen die 30 Sekunden warten, bis sie die nächste Nachricht schreiben. Ah. Und nur Abonnenten können aktuell in den Chat schreiben. Ah, okay, also nur Leute, die mich kostenpflichtig abonniert haben, die dürfen reinschreiben. Und diese Leute, die verraten nichts. Die sind wie Familie mit mir, die gehen mit mir in den Krieg. Okay, so, weißt du, Cousin? Aber die Leute, die halt zugucken ohne Sub, was auch in Ordnung ist, natürlich nicht, ich verfluche euch. Leute, subt rein, die followt rein. Die gucken einfach nur zu. Ja. Was, wenn jetzt... alle drei ihren eigenen Namen aufschreiben. Like for like, and follow for follow. Derjenige, der gezogen wird, der muss ins Bett gehen. Ich möchte gern die erste Gruppe bitten. Breel, komm nach vorne. Empor! Jo, Breel. Du bist angetreten. Ja. Mit Murat und Berg. Denkst du, einer snitcht? In der Urne liegen 13. Also bei dieser Gruppe, die sich nicht umarmt hat, da ist alles möglich. Die waren schon so in Kampfstellung. Verlässt. Du musst einen Namen aufschreiben. Aber die anderen waren schon so ein Dings. Diese du bist ein guter Psychologe, ich schwöre. Aber du bist ein guter Psychologe, Digga. Warum? Habe ich recht gleich? Walla, du bist ein guter Psychologe. Ja, Bruder, die haben so brüderlich. Guck mal, ich lieg sogar was, okay? Und die anderen, Bruder, die standen ganz trocken da. Ich lieg gleich was für dich. Tamam. Das würde ich eigentlich niemals machen. Ich sag dir, du hast recht. Die haben... Ob sie es wirklich getan haben, sehen wir dann in der Folge. Ach, wir sehen das noch gar nicht jetzt. Wir sehen das gleich. Wir sehen jetzt das gleich. Okay. Ja? Aber du hast recht. In dieser Gruppe gab es massenhaften Verrat. Ja, krass. Bevor diese Entscheidung war, also bevor wir rausgegangen sind, kamen die kurz zu mir und haben mit mir geredet. Aha. Und weil aus dieser Gruppe Leute wollten snitchen. Krass. Ich sag, Bruder, wenn ich Namen aufschreibe von dem... Sieht man das in Kamera? Haben die so gesagt? Walla billa. Sieht man das in Kamera? Wer? Nein, kann ich nicht sagen, Bruder. Kann ich nicht sagen. Mach doch nicht diese jetzt. Kann ich nicht sagen, nein, kann ich nicht sagen. Kannst du deinen eigenen Aufschlag? Soll er sagen, oder? Wieso? Weil das Ding ist, die Jungs und ich haben sogar so etwas geahnt. Also vor allem nach dem Feedback. Wir haben uns schon irgendwie gedacht, dass so halt scheiße. Aber Dicker, nein, ich weiß, dass sie auch ihren Namen aufschreiben werden. Das mache ich nicht. Dann ist es zu falsch. Es ist Bruder. Aber nein, ich will ins Wetter gehen. Mach doch mal, mach doch deinen Namen. Nuhat, ich möchte dich als nächstes nach vorne holen. Das Leben ist dreckig, Bruder. Das war schon, das hat schon gereicht. Ficken oder gefickt werden. Werkai! Deine Truppe? Hat heute leider verloren. Wird schwer. Ich möchte dich bitten, einen Namen auf einen Zettel zu packen und in die Urne reinzutun. Geht leider nicht. Die beiden Jungs haben es aufgedeckt. Wir bleiben folgende Option. Du kannst einen nominieren oder deinen eigenen Namen. Der guckt so in diese Richtung. Die beiden Jungs haben es auch gesagt. Guck mal. Oder deinen eigenen Namen. Die Jungs haben es aufgedeckt. Wir bleiben folgende Option. Du kannst einen nominieren.
Ah ja, Manako MC. Hey, habt ihr auch gemacht, ne? Roller. Guck mal gleich, wie ich euren Namen beide schreibe. Oder deinen eigenen Namen. Den hat er gemacht gerade. Man hat den nur von hinten gesehen, von vorne wäre das so. Ich hol mir deinen Arsch. Der wäre das. Denkst du, einer von denen hat gesnitcht? Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, oder? Nee, das ist die brüderliche genau. Truppe. Nein. Okay. Hast recht. Ja, alle die von haben euch. So, die haben sich so umarmt, Janne, das wäre jetzt noch. Jeder hat seinen eigenen Namen aufgeschrieben. Echt, ja? Stark. Haben ihren eigenen Namen. Durch und durch stark. Aufgeschrieben. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Das heißt, das Schicksal entscheidet. Die Lösung dafür ist, Nohat, möchtest du dich bitten, nach vorne zu kommen? Ja. Deine Augen zu verbinden und mit geschlossenen Augen einen Namen rauszuziehen. Ja, ich hoffe, ich will meinen Namen, ne? Kann ich hingucken, ey. Jetzt hat er seine Brüderlichkeit übertreten. Kann ich einen? Ja, Nohat, du kannst den Namen vorlesen. Erste Battle ist... Berkay. Ich bin nicht sauer auf Nohat. Nein, nichts persönlich. Null, 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 null Liebe für Nohat. Mein Habibi. Berkay, für dich endet die Reise hier nicht. Allerdings musst du dich auf einen Battle vorbereiten. Die anderen beiden Jungs dürfen zurück in die Villa. Berkay, du bleibst bitte hier. Darf ich für ihn betteln? Nein. Bitte? Nein. Aber ich will. Ey, seien wir mal ehrlich, Mann. Das ist jetzt meine vierte Runde. Ich bin jetzt wieder weitergekommen mit gefühlt nichts. So, und Digga, ich hab schon Bock, so zu zeigen, warum dass... Warum gefühlt nichts? Hat er davor auch nur Hooks gemacht, oder? Nee, es sind ja immer so Challenges. Aha. Dass wir zum Beispiel haben, zwei Team-Captains, die gehen in die Marokko-Stadt betteln nach Geld. Das eine Team gewinnt, das darf in der Villa bleiben und das andere Team muss antreten. Das haben wir gemacht, weil wir sind mit 18 Leuten in die Villa gekommen und wir können nicht in jeder Folge 18 Songs machen. Mhm. Das heißt, wir mussten erstmal zwei Gruppen separieren und eine Gewinnertruppe haben. Die dürfen bleiben, die müssen nichts machen und eine Verlierertruppe, die dann performen muss. Oh, okay. Jetzt allerdings sind wir nach dieser Folge in der Top 11. Ja. Und ab jetzt muss jeder jeden Tag einen Song machen. Okay. Und der Bruder, der hat Kanonen dabei, Bruder. Das glaubst du gar nicht. Also die sind noch gar nicht Dings. Die sind noch gar nicht Dings. Das ist Spray, ne? Das ist Spray. Eigentlich, was kann. Du machst das, ey. Du machst das. Jetzt kommen wir zu der Snitcher-Gruppe. Vielleicht als Erinnerung. Ich bin davon ausgegangen irgendwie. Ich hatte ein komisches Gefühl, aber... Ich möchte die nächste Verlierertruppe einmal rausbitten. J.U. J.U. Deine Truppe hat heute verloren. Es geht hier um den Einzug in die Top 10. Top 11, habe ich mich versprochen. Du hast jetzt die Option, einen Namen auf den Zettel zu schreiben. Du kannst deinen eigenen... Bruder, du musst das Hintergrundwissen haben. Ab der Top 10 gibt es Preisgeld. Echt? Jeder Platz hat Preisgeld. Was ist so das Schlechteste, was man gewinnt? 10 Mille. Nein. Doch. Und du musst dir vorstellen, Bruder... Ich mach da mit. Schick Jarus. Der bringt Gold nach Hause, Cousin. Ich sag dir, Bruder, guck mal, ich will nicht schätzen, nicht, dass er es bräuchte. Er braucht es nicht. Er ist ein Star. Aber es wäre eine coole Plattform, Bruder. Er hat so wilde Pläne. Er hat so wilde Pläne, der Jarus. Aber ich muss sagen, mich würde das so reizen, ihn, weil man weiß noch nicht, was hinter ihm steckt. Genau. Ne? Also und es sind fertige Songs. Ja, ihr könnt die ausarbeiten und du kannst die absegnen. Ja. Damit kannst du reingehen, Cousin. Okay, tamam. Er ist ab Halbfinale ist er dabei. Ab Halbfinale ist er dabei. Wir reden nochmal. Ja, wir müssen mal unsere Sachen ein bisschen abplanen. Okay, tamam. Nicht, dass du es brauchst, Bruder, um Gottes Willen. Du bist ein Star, Cousin. Nur so, damit die Leute auch mal sehen, was du wirklich drauf hast, Cousin. Weißt du so? Geil. Eignen, wählen oder ein Teamkameraden? Es ist automatisch, dass man daran denkt, dass es irgendwie... Guck mal, da schreibt einer, die setzen Jawos ein, als wäre es ein Pokémon. Mein Kopf, der ist verwirrt, Bruder, der macht es. Aber darauf habe ich keinen Einfluss, Bruder. Ich möchte den nächsten Kandidaten nach vorne. Ey, sorry, Bruder. Ich muss mir nochmal reinziehen, was er gesagt hat. Guck mal, was er sagt. Er hat nämlich was Läppisch gesagt, ne? Es ist automatisch, dass man daran denkt. Das ist irgendjemand hier in meinem Kopf, der ist verwirrt, Bruder, der macht es.
Aber dann ich habe ihm gesagt, willst du deinen Namen aufschreiben oder schreibst du einen Namen von deinen Teamkameraden auf? Und das war seine Antwort darauf dann. Okay. Darauf habe ich keinen Einfluss, Bruder. Ja, ne, der Dämon, der ihm auf der Schulter sitzt, sagt, schreib die anderen. Nimm ich möchte den nächsten Kandidaten nach vorne bitten, Suat. Komm bitte nach vorne. Fick die anderen weg. Was ist gedacht? Suat. Auch du warst im Team der Verlierer. J.U. hat seine Entscheidung getroffen. Es geht um den Einzug in die Top 10. Wähleweise. Der Obstverkäufer. Du musst jemanden wählen. Aus deinem Team. Bitteschön. Nimm dir einen Zettel raus und schreib einen Namen auf. Ob ich den Gedanken gespielt habe, einen anderen Namen aufzuschreiben? Nein. Stabil. Aber macht er auch, oder? Da steht jetzt bestimmt gleich dreimal der gleiche Name. Mhm. Sowas? Hamdi! Ich möchte dich einmal nach vorne bitten. Bruder, kann alles passieren. Manchmal treffen wir Entscheidungen in unserem Leben, die wir danach bereuen. Der schlimmste Feind, den man haben kann, ist der, der dir am nächsten ist. Es geht hier um den Einzug in die Top 10. Wie viel Druck ich mache, gell? Ja. Deine zwei Kameraden haben ihre Wahl getroffen. Der Zettel liegt vor dir, bitte schreib einen Namen auf. Suat, ich möchte dich bitten, nach vorne zu kommen. Ihr alle habt euren eigenen Namen aufgeschrieben. Die haben alle ihren eigenen Namen aufgeschrieben. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Pass auf. Darum übergeben wir es dem Zufall. Chat, alles okay. Alles Sami okay. Hat mir nur seinen Lieblingswitz erzählt. Genau. Schließ bitte deine Augen. Das ist normal, Chat, ja? Der Arme hat jetzt die Ding. Ja. Augen schließen bitte. Was denkst du, wen er zieht? Wen er zieht? Ja. Der soll sich selber ziehen. Weil, weißt du warum? Erzähl. Die anderen haben doch schon gebettelt, oder? Letzte Mal. Richtig. Er nicht. Er nicht. Du hast dich selber gezogen, Swartz. Casey hat's gesagt. Somit heißt es... Casey Geller, Cousin. Hamdi, J.U., Glückwunsch, ihr dürft zurück in die Villa. Guck mal, der Blick. Glückwunsch, ihr dürft... Dieser Blick. Das ist dieser Blick. Und dann wer hat mich gefickt, dass ich da meinen eigenen Namen aufgeschrieben habe. Zurück in die Villa. Dieser Blick. Ey, Bruder, ich muss dir kurz was sagen. Der erste Witz gerade, der war ein bisschen der besser. Der war besser, gell? Ja, ja. Der arme Suat, ja? Suat Berkay, kommt einmal bitte nach vorne. Eine Sache habt euch, ihr gemeinsam. Ihr müsst ins Battle gegeneinander gehen. Auf geht's, eins gegen eins. Es kann nur einen Gewinner geben. Ich drücke euch die Daumen. Du hast jetzt von beiden wissen, was gehört. Was würdest du schätzen, wer dieses Battle gewinnt? Ich will deine 100% ehrliche Einschätzung haben. Du sagst Berkay? Okay. Oh, der Obstverkäufer oder? Ich hab Sanki in Erinnerung, als ob der Berkay beim letzten Battle. Mhm. Nee, der war gut beim letzten Battle. Der war gut, Bruder. Ja, ja, der hat. Gegen Nuhat gerappt, ja. Ich glaube, Suat verliert, ja. Okay. Dein 1 gegen 1 Song Battle werden. Bereitet euch bitte darauf vor. Dankeschön. Er macht mir auch. Der Berkay macht mir auch so einen Eindruck, so, ich bin ready, selbstsicher. Let's go. Genau, ja. Und der andere ist so, Roland, dieser Zettel. Der ist immer noch auf Damar Cousin. Rappen die gegeneinander oder singen die gegeneinander? Jeder bringt einen Song, nach seiner Wahl.
Jetzt sieht's halt fresh aus, finde ich. Mhm. Bruder, auch so wichtig, ne? Man unterschätzt. Mhm. Dein Fit muss einfach, alles. Muss stimmen. Bruder, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, wie Haaland mit den langen Haaren. Ja. Das sind so viele Komponente, die einfach dazu zählen. Eine. Weißt du? Du rappst zum Beispiel irgendetwas, wenn du nicht die passenden Klamotten dazu anhast, ist wie Luft. Safe, 100%. Und Performance, was ich ganze Zeit predige, weil du wirst sehen, so hat seine Performance, guck sie dir selber an. Er hat Streit gehabt mit Mikrofon. Suat, ehrliche Meinung, Kessi, ehrliche Meinung. Ehrlicher darf es nicht gehen. Ja, wir seid jetzt ich bin schon direkt auf diesen Song gespannt. Ehrliche Meinung, ehrlicher geht's nicht, okay? Suat fängt an. Hätte ich einen anderen Namen auf den Zettel geschrieben. Versorge die Kunden mit Paket aus Arbia. Gesichter sind maskiert, erkennst du nicht auf Kamera. Mit der Band organisiert, Chanta voller Paper. Barrettas Calibre, heute frisst du mit. Hätte er sich noch einen Meter nach hinten gestellt. Ja, ja. Du wolltest Einwurf machen, Bruder. Taille, ich komm später. In der Tasche Willow, hab die 9 mm. Papa. Oh ja, wir leben Cinema. Aber ohne Drehbuch bereuen unsere Fehler. Suat, bester Mann, I love you, Bruder. Zünd ihn an, noch ein Zug. Puste aus. Ey, von mir auch, ne? Auch wenn ich hier zwischendurch Späße mache. Ja, ja. Ich respektiere jeden, der hier mitmacht. 100%. Aber seht mich als ein Abi, der zwischendurch einen Witz macht. Genau, das weiß Suat auch. Suat ist ein guter Freund, Suat nur Liebe, du weißt unser Humor, Cousin. Bis ich mich verliere. Okay, du hast gesagt, komplett ehrlich. Ja, komplett ehrlich. Ja, ich sage dir, guck mal, diese Type von Beat, gemischt mit diesen Wörtern, ist Plastik. Ist für mich nicht Dings, ist für mich kein Maßstab. Mhm. So, wenn man, weil die Jungs gehen viel nach Phonetik. Das heißt, wenn du nicht auf den Text achtest, dich hinstellst, Augen zumachst, du denkst dir, boah, geil, Bruder. Weißt du? Richtig. Aber wenn du hinhörst, dann will auch jemand, der zum Beispiel Ü30 ist, wie ich, will sagen, boah, Bruder, was hat er gesagt? Bin ich auch Ü30? Hä? Bin ich auch Ü30? Ja, oder? Frisch. Ei, scheiße, Bruder. Ja. Ich bin ein Opa. Aber du hast diesen Anspruch auch. Ich weiß, dass ohne dass ich dich sehr gut kenne, ne? Ich weiß, dass du das hast, Bruder. Wir wollen auch ein bisschen Nomen auf Nomen gereimt. Genau, Bruder. Was gesagt wird. Richtig. Chanta voll mit Darby. Ganja mit S-Class, Ganja, Casablanca von El Salvador nach Puerto Rico und Bruder. Noch ein Ella macht Para illegal, die Epatimo. Tausche grün für Violetta, sie kennen uns in Parino. Batimo, Batimo, Batimo. Noch ein Ella macht Para illegal, die Epatimo. Tausche grün für Violetta, sie kennen uns in Parino. Ey, ich liebe Suat, gell? Aber Bruder, was war das für eine Freischwimmerausbildung, Bruder? Batimo, Batimo, Batimo. Noch ein Ella macht Para illegal, die Epatimo. Tausche grün für Violetta. Füße bitte, nickt da mehr raus, Aktiva. T-Shirt voller Maquillage, Trikot Lucas Paqueta. So wie Selecao, Joga Bonito. Übernimm das Steuer, ich bin kein Co-Pilot. Esu hat die Konnektion bis nach Marok. Halt die Hände zum Gebet, doch mach Haram, komm du Leton. Was man sagen muss, das ist eigentlich nicht seine Art von Musik. Er macht ganz andere Musik eigentlich. Was macht er denn? Liebeslieder. Das ist seine Spezialität. Also 90% seiner Lieder sind nur Liebeslieder. Okay, und damit wir seinen Hack nicht nehmen, nach der Folge zeige ich dir mal ein Lied von ihm. Ja. Dann hast du vielleicht einen anderen Eindruck von ihm. Aber bis jetzt, was sagst du zum Song, Bruder?
Ja, das, was ich dir gerade gesagt habe. Also ich finde es gut, die Lyrics, die triggern mich ein bisschen, wenn zu viel das... Also mit anderen Worten, ich bin mir eigentlich sicher, dass der andere gewinnt. Okay. Dolce Grün für Violetta, sie kennen uns in Paris noch. Fatima, Fatima, Fatima. Respekt. Schatz, Schatz. Sehr nice, sehr nice. Wir würden gerne einmal Berker mit seinem Song nach vorne bitten. Wo ist OG jetzt? Der war schlafen. Echt? Ja, ja. Ja. Ach, war morgens früh. Ach, krass. Okay. Free one, baby. Marrakesh Freestyle, ja, baby. Welcome to my life. Hier ist reine Lines. Da wo die Sonne aufgeht, mit Kellebeck oder mit Blei. Eieieiei, Nachbarschaft auf Weiß. Gift you mit dem Park, mein Baby. Welcome to my life. Deine G's sind paranoid bei Übergabe von Bricks. Kopf fix, mein Telefon ring. Mein Manager wollen ein Stück vom Kuchen. What's happening? Hack das Flex mit tausend im Phantom. Der Oberkommissar will mich bremsen. Sitz auf der Rückbank, kann nicht lenken. Satan ist wieder am Flüstern. Ich drück ab, wenn er was verlangt. Meine Bitch war eigentlich schüchtern, aber ass ab wie ein Akrobat. Ihr Hautton Karamell, nein, du siehst sie nie auf Sonnenbank. BBL Bitches Afrikan. Welcome to my life. Hier ist reine Lines. Da wo die Sonne aufgeht mit Kellebe. Bruder, ihr habt die weitergelassen, oder? Hä? Oder mit Blei. Eieieiei. Warum guckst du so, Bruder? Habt ihr. War das Fehlentscheidung? Hä? War das eine Fehlentscheidung? Nein, du laberst. Hey, Nachbarschaft auf Weiß. Gift you mit dem Park, my baby. Welcome to my life. Welcome to my life. Hier ist reine Lines. Er guckt gerade. Er verflucht diesen Zettel. Sein Kopf ist beim Zettel. Der denkt gerade, oh nein, dieser Zettel. Stark, weiter stark. Super, wir können nochmal Applaus für euch. Erstmal was zu den Songs allgemein. Ich fand beide Songs gut, aber ich kenne euch auch als Künstler und ich weiß ja auch, wie viele drauf habt. Und deswegen muss ich sagen, beide Songs haben mich auch nicht umgehauen, wirklich so. Und einer der Songs war auf jeden Fall der schlechtere, sind wir uns auch schnell einig geworden. Suat, bei deinem Song, ich fand, ganz ehrlich, ich habe ja auch deine anderen Songs gehört, so ich weiß, was du drauf hast. Und ich finde, der Song war so, so ein bisschen. Komm, ich muss mal schnell diese Marseille-Richtung machen, weil das gerade in ist. Aber ich glaube, du kannst viel mehr. Und ich glaube, vielleicht ist das nicht mal wirklich die Richtung, in der du dich selber dich siehst, weißt du, ich meine? Deswegen fand ich den Song nicht so krass. Berkay, es war ein Freestyle, ne? Quasi nicht ein ganzer Song. Es hat nur einen Part gehabt, so, ne? Oder du meintest so Marrakesch-Freestyle. Er hat auch ein bisschen diesen Charakter gehabt von einem Freestyle-Song irgendwie. Aber der Song hat auf jeden Fall so ein paar Stellen gehabt, so, die mich mitgenommen haben, so storymäßig quasi, weißt du, ich meine? Du hast so ein bisschen Geschichte erzählt durch den Song. Falle, danke. Storytelling im klassischen Sinne. Aber irgendwie, irgendwas dabei hat mich gecatcht. Aber auch nicht komplett umgehauen, muss ich sagen. Ich fand auch sehr schade, Berkay, dass der Song nur einen Part hatte. Gute Meinung von dem? Ja, sehr gute Meinung. Ja. Wir stehen trotzdem hier, weil ihr euer Schicksal abgegeben habt. Und manchmal ist es gut, seinem Leben einfach dem Schicksal zu überlassen. Aber manchmal muss man einfach die Zügel selber in die Hand nehmen. Und einen anderen Namen auf den Zettel schreiben. Und einen anderen Namen. Darum haben wir uns entschieden, dass wir uns von dir verabschieden, Suat. Danke, dass du dabei warst. Sorry, Bruder. Hast du bis hierhin geschafft. Stark. Berkay, Glückwunsch. Glückwunsch, Berkay. Du darfst wieder zurück in die Villa. Danke, Bruder. Tut mir leid, Cousin. Er ist ein Freund von mir sogar, Bruder. Der Suat? Ja, der Suat ist ein Freund von mir. Also ja. Mit dem verstehe ich mich enger als mit Berkay zum Beispiel. Mhm. Aber Bruder, Hack ist Hack. Sein Song war einfach stärker, Bruder. Ja. So gefühlt hat man, bevor die angefangen haben zu rappen, schon als das klar wurde und beide diese Hintertür wieder gegangen sind, genau. Hat man schon gesehen, der eine will das, genau. Der andere
bisschen der war so zwischen genau, Tür und Dreh und Angel, oder wie das heißt. Ja, ein Zettel noch. Stark, geil. Weißt du, was ich feier? Hm? Dass das so alle in der Villa, das hat so ein bisschen Klassenfahrt-Vibes. Richtig. Ne? War richtig cool. Und Spannungsbogen, genau, das. Genau. Richtig geil, ja. Wallah, wenn ich das so sehe. Kann ich auch ein Format machen? Nein. Warum? Ich hab, ich will mach nämlich, ein Format. Soll ich jetzt liegen? Gib mir 15%. Ich will eigentlich auch was machen. Dann ich mach, boah, weißt krass, wie ich das nennen wollte? Rap Lerü. So, anders, Bruder. Aber ich muss sagen, man hat schon aus deiner Musik rausgehört, wie kreativ du bist. Aber ja, jetzt hast du es nochmal auf einen neuen Punkt gebracht. Ja, ehrlich. Geisteskrank. Als ich erfahren habe, dass ich gegen Suat battle, habe ich mir gedacht, okay, ich bin raus. Rap Lerü. Suat ist crazy, der kann singen, hat eine Engelstimme, sehr schöne Stimme. Was ich mitnehme von Rap Lerü, ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt und was man alles besser machen kann und was man anders machen kann. Du hast eine Plattform, du hast eine Plattform. Ich hätte dich wahrscheinlich nicht gesehen. Mhm. Oder hier auch alle anderen. Richtig. Und daraus kannst du was machen. 100%. Also jeder Einzelne auch. Ne? Man muss nicht immer nur eine Sache gewinnen, auch bei DSDS. Meistens sind die Leute, die nicht Erster geworden sind. Genau, die bekanntesten. Eine, genau. Richtig. Auf jeden Fall. Und lass den Zettel weg. Einer ist gut ausgegangen, einen anderen halt nicht. Trotzdem, Suat. Aber dieser Zettel. Ja. Du hast es in die Top 12 geschafft von Rap Lerü. Ich bin ein ganz großer Fan, privat, von deiner Musik. Bruder, ich verrate dir noch eine Sache. Es sind noch 4 Folgen, gell? Ja. In 2 davon heule ich einfach. Voilà. Als ich Entscheidung getroffen. Aber richtig, ja. So. Wie lange wart ihr denn in Marrakesch? 10 Tage. Und ihr habt in 10 Tagen? Durchgedreht, von jedem Tag 12 Stunden. Und alles habt ihr da? Alles hat geklappt, alles hat funktioniert. Ja, es ist nicht so, das Finale ist in Deutschland. Nein. Alles da, Bruder. Ah, steht alles schon krass. Ja. Boah, Bruder. Mhm. Du hast effektiv gearbeitet. Und, muss, Bruder. Teuer, aber Spaß gewesen, ehrlich. Das macht mich sehr traurig auch. Ich bin an dem Punkt angekommen, dass jeder Verlust heute ein großer Verlust für mich selber ist, so. Weil ich schon Freundschaften geknüpft habe, ja. Ein kleiner Verlust für Rap Lerü, ein großer Verlust für die Menschheit. Aber so ist das für mich. Das sind die Regeln. Ja, super, Bruder. Es fiel mir auch nicht leicht. Ey, nächste Woche? Ich weiß, warum ich die ganze Zeit lachen muss? Weil ich stelle mir vor, wie jetzt von hinten da so OG kommt. So. Gerade so aufgeschnallt. Zahnbürste noch im Mund. So. Wie wäre das? Das wäre cool, ja. Ey, nächste Woche kommt die stärkste Folge überhaupt. Geil, Bruder. Ich pass auf, darf ich dir die Challenge erklären? Weil die Challenge sage ich sogar noch nicht. Hast du noch nirgendwo? Noch nirgendwo. Okay, ich sag's dir zum ersten Mal. Ja. In der nächsten Woche muss jeder ein Song covern. Aus den 2000ern. Aus den 2000ern? Boah, genau. Geil. Jeder muss einen Hit covern. Jeder. Und dann haben wir 11 Songs, die gecovert sind. Die alle in die Richtung gehen. Genau. Und alle ohne Typen einzeln, oder was? Jeder einzeln. Boah, geil. Jeder macht einen Coversong. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Sonntag, dass wir das bei mir im Stream machen. 11 Songs bei KC Rebel im Stream, auf Twitch, live. Ich werde da sein. Falls ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr unbedingt KC Rebel auf Twitch abonnieren, Traddies, weil wir in dieser Konstellation, auch mit Javus, meinem wunderschönen Bruder, sind dort und reagieren auf diese Folge, die beste Folge von Rap Lerü, die es bis jetzt gab. 11 Coversongs. Alle haben Monster rausgehauen. Die größten Hits, die ihr in eurem Kopf vorstellt, wurden gecovert. Von Michael Jackson bis Rihanna bis Nelly bis alles. Geil, ich freue mich. Nächste Woche, Dreddies. Hier gibt es sogar einen leichten Teaser. Weil du verlassen musst. In der Folge jetzt? Genau, so ein ganz leichten. Jetzt verabschieden wir uns. Suat läuft raus. Und jetzt gibt es einen leichten Teaser. Und wir sind dafür extra in die Wüste von Marrakesch gefahren, ach, um diese Challenge bei Sonnenuntergang zu drehen. Wie heißt Casey auf Twitch? Einmal den Link nochmal von Casey rein, bitte. Oder Mods Shoutout. Immer Shoutout machen, Dreddies. In der nächsten Folge. Es war die hochwendigste, teuerste Folge überhaupt. Herzlich willkommen zu Tag 5, Desert Storm. It's my life. Du hast so oft gesagt, dass du mich liebst. Du hast so oft gesagt, dass du mich hast. Aber Jungs, der Druck steigt hier von Tag zu Tag. Ich zeig dir den Song.
No matter what I do. Genau. Es wird immer enger und. Boah, auf jeden Fall bin ich gespannt. Muss jeder gegen jeden betteln. Sonntag, 18 Uhr. Auf Gio bin ich gespannt. Weil das ist ja pure Rap. Das ist pure Rap. Das könnte schwierig werden für ihn. Überleg, was hat er. Soll ich sagen, was er gemacht hat? Nur den Künstler? Ja, nur Künstler, aber nur Künstler. Nur Künstler. Nate Dogg. Geil. Okay, tamam, aber guck mal, da siehst du, dass der Junge sich mit sich selber auseinandersetzt. Natürlich. Weil er kennt seine Stärken. Ja, natürlich. Er macht nicht diese, ich versuche jetzt Whitney Houston zu singen. Mhm. Nein, er nimmt Nate Dogg. Guck mal, wie gesagt, nächste Woche Casey Rebel Twitch-Account. Ihr müsst mir noch einen kleinen Gefallen tun und da wäre ich euch sehr dankbar. Damit wir morgen in den Trends ganz hoch platziert sind, weil die Folge läuft ziemlich, ziemlich gut, würde ich euch bitten, die Kommentare genau, ich will auch Casey zeigen, wie stark ihr seid. Also wir haben aktuell 4000 Kommentare, ja? Was? Wir haben aktuell 4000 Kommentare. Nee, ich habe noch gar nicht drauf geschickt. Ich will Casey zeigen, wie lange ihr braucht, um 1000 Kommentare zu schreiben. Okay, dass er einen kurzen Herzinfarkt bekommt. Ich zeige Ihnen jetzt den ersten Part von Breel aus der Cover-Challenge, die nächste Woche schon kommt, also jetzt kommt ein kleiner Leak. Und so lange geht ihr alle da drauf und spammt die Kommentare zu. Solange der Part läuft, vielleicht eine Minute, gib Gas, ich aktualisiere danach die Folge. Und lasst mich nicht hängen, zeigt Casey, wie stark ihr seid. Das ist Breels Song, der nächste Woche kommt. Ich bin so one to understand. I'm special, one in my head. Cause all these boys got me too damn scared. Still a fall, 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 fall. 23 Jahre Hasse. Bro, das sind 23 Jahre Schmerz. Bro, das ist 24-7 Kälte. Ohne zu wissen, ist es das hier wert. Ich hatte Tage ohne warme Mahlzeit. Ich hatte Tage ohne ein Zuhause. So viele Tage, an denen ich geschworen habe, mich zu ändern, krieg ich von dem Ganzen meine Pause. Ich bin ein Macher-Nigger, das for real. Und alle Fakes verkaufen sich für echt. Mein Bro hat Kombis offen, also kommen sie zu ihm. Und meinten, morgen holen wir den Rest. That's my life. Du hast so oft gesagt, dass du mich liebst. Du hast so oft gesagt, dass du mich hast. Und vielleicht kriegen wir nur das, was wir verdienen. Ohne zu wissen, was es aus uns war. Okay, reicht's. Reicht, Reddys. Er hat eine schöne Stimme, ja. Geil, gell? Ist geil. Ey, Bruder, die Challenge nächste Woche wird Motherfucker. So, Dreddys. Du hast mich heiß gemacht jetzt auf diese Dings. Das wird jetzt eine Minute. War jetzt eine Minute. Ja! 1500 Kommentare. Was? Walla, ihr seid schneller als die Bots, die man sich kaufen kann, Cousin. Krass. Walla, ihr seid schneller als die Bots, Cousin. Krass, Dreddys. Oh, ich bin stolz auf euch. Eine Minute, das ist echt krass. Krank. Das Rekord, 1,5 in einer Minute. Krank. Walla, sehr, sehr, sehr geil, Dreddys. Ich küsse eure Herzen. Bruder. Checkst du jetzt, warum Twitch so wichtig ist, Bruder? Ja, das ist Familie, Bruder. Die machen alles, die ziehen mit dir in Krieg, Cousin. Krank. So.